Moin Leute, ich bin Saltoast hier. Ich join gerade der Welt wieder. Keine Ahnung, warum ich die was für Audio? Die Aufnahmen jetzt schon geschaltet habe. Auf jeden Fall der Grund ist, hier, ihr seht es, da ist ein Dach hin. Einfach ein Dach da. Und ihr seht nicht, wie es gekommen ist. Warum? Weil Klein Toasty, also me, baut und baut und baut. Hat sogar bemerkt, dass er hier einen Fehler drin hatte, dass es nicht 8, sondern 6 breit war, musste er noch umbauen. Hat er aber nicht in dem Bauvideo gemacht von dem Dach, weil er die Aufnahme aus Versehen gelöscht hat. Nein, Klein Toasty startet eine neue Aufnahme, verschönert das alles ein bisschen hier. Was für hier? Er hat nur das Dach ein bisschen verschönert in einer anderen Aufnahme, die Wand wieder heile gemacht. Und redet und redet und redet. Aufnahme 16 Minuten lang. Ganz entspannt. Mikrofon war stumm. Ich weiß nicht mal, ob ihr die Musik im Hintergrund hört. Zur Not kann ich sie sogar lauter machen. Hier. So. Jetzt wieder leiser. Die werde ich in den nächsten Videos öfters im Hintergrund haben. Weil die ist angenehm. Ist nur Copyright. Hoffe ich. Ich hoffe, dass sie nur Copyright ist. Deswegen wundert euch nicht, dass das Dach einfach schon da ist. Ich habe hier so kleine Stützen noch gebaut. Recht symmetrisch. Und dann werde ich ja jetzt mal anfangen, so ein bisschen den Boden hier einzurichten. Ich habe vorhin schon mega viel gelabert, aber naja, man kennt mich. Ich bin nur ein Toastbrot. Ich vergesse schnell, dass ich die Aufnahme noch gar nicht gestartet habe. Also, sorry schon mal dafür. Und ich entschuldige mich auch schon in Zukunft für die nächsten Sachen, die ich vergessen werde. Aber ich weiß, eine Sache werde ich nicht vergessen, weil sowas würde ich dann asozial finden, wenn man sowas vergisst. Und zwar das Gewinnspiel mit ab 100 Abonnenten. Aber naja, dazu werde ich, wenn es fast die 100 sind, was eigentlich, glaube ich, nicht so viel ist an Abonnenten. Aber ich werde sowas richtig oft machen. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß schon, dass ich nach den 100 Abonnenten Special-Dings, also nach der Verlosung von einem Minecraft-Account, hier eine Verlosung wieder machen werde ab den 500 oder 1000 und dann immer weiter. Weil ich selbst habe das damals immer gefeiert, habe zwar nie was gewonnen, wenn andere Leute sowas gemacht haben, aber ich selbst mache sowas dann auch gerne. Und ja, ist halt lustig. Und so ein Minecraft-Account kostet jetzt nicht die Welt. Und es wird wahrscheinlich 10 Jahre dauern, bis ich die 100 Abonnenten habe. Also wird es auch nicht so krass in die Kasse, ja, gehen. Was ich auch noch gefragt hatte, wie ihr das PlayStation-Update fandet. Mit den Partys, die haben sich jetzt ja geändert und das Network war öfters mal down, habe ich erfahren. Ich vermute jetzt mal, es liegt einfach nur dran, weil manche meinen, man kann jetzt, glaube ich, Leute im Audio melden, also wegen dem, was sie in der Party sagen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, also vertraut mir lieber nicht bei sowas. Das sage ich sogar extra, also, was sie mir jetzt gerade, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob das stimmt, das sind einfach nur Behauptungen von irgendwelchen Leuten, mit denen ich öfters mal GTA spiele. Und naja, ich finde es recht angenehm, aber auch blöd. Ich finde das cool. Ich habe erfahren, dass er jetzt mehrere Leute, also mehr als wie 16 waren es, glaube ich, in eine Party gleichzeitig können. Das finde ich schon mal cool. Aber ich hatte es, glaube ich, nie, dass mehr als wie 8 oder 9 Leute in einer Party sind, weil es dann einfach viel zu laut ist. Man gar nichts mehr hören kann. Also, naja, mir wird es nicht so viel bringen. Plus, ich sehe, ja, man muss halt immer erst in Partys eingeladen werden und man kann es nicht vorher sehen. Das heißt, im Endeffekt ist jede Party privat und du musst erstmal Leute hinzufügen. So. Hä? Warum baut der jetzt so komisch? Irgendwas stimmt da gerade nicht mit dem Bauen. PlayStation sagt gerade irgendwie Nope.
muss hier gleich noch Beleuchtung reinhauen. Was ich sehr schön finde an Beleuchtung ist zum Beispiel hier diese Laterne. Kann man die ja mal so einem Pfeiler und dann nochmal die Ecken jeweils. Ja, wie soll ich die da denn hinhängen, wenn da kein Block drüber ist, ne? Sehr schlau von dir, Toasty. Sehr schlau. Hast du toll gemacht. Nein, hier so viele. Hilfe. Ups. Ich hoffe, das war kein halber Block. Kann man mal kurz schauen. Nee. Nee, machen wir lieber nicht noch mehr. Ich glaube, das reicht da draußen an sich so vom Aus. Oh, ich darf nicht so viel. PlayStation. Ich halt ja nicht mal gedrückt. Warum platzierst du so viele? Nicht nett von dir. Hallo, PlayStation, hör auf. Ganz böse. Macht mich gerade minimal wütend. Mit minimal meine ich sehr wütend. Aber Sachen gewöhnt ihr noch euch noch so an meine Worte, so wie ich etwas meine. Sollte ihr denn überhaupt aktiv sein? Mein Videos. Naja. Beim Content bin ich offen für alles. Naja. Ich würde sagen, das reicht erstmal von der Beleuchtung her. Ich bin noch am überlegen, ob da noch eine Etage hinkommt. Oder Geschoss. Weil, ja, hier wäre halt noch ein bisschen Platz. Es ist halt ein Creative House. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich probiere es halbwegs realistisch zu bauen. So als wenn man hier richtig leben würde. Wer weiß, vielleicht baue ich da ja auch den Eingang. Mache ich hier noch so einen offenen Flur hin. Dass man jeder eine Haushälfte hat. Mit so Treppen nach oben. Oben halt standardmäßig Schlafzimmer. Aber ich glaube, dafür ist das Haus schon viel zu groß. Obwohl. Wieso kann es zu groß sein für eine Doppelhaushälfte? Ach, ich weiß es nicht. Ich finde, ich habe schon ein bisschen zu groß gebaut an sich. Aber ich hoffe, es sieht am Ende halbwegs schön aus. Ich weiß noch nicht mal, wie ich die Treppen machen will nach oben. Werde ich mich einfach komplett überraschen lassen. Obwohl. Könnte ich theoretisch auch jetzt eben machen. Also, hier ist der Hauptflur. Hier geht es noch halbwegs so draußen, ne? Hier könnte ich noch Ballon machen. Gute Idee, Toasty. Würde ich wahrscheinlich hier die Treppen machen. Nur aus was für einem Material am besten? Weiß ich noch nicht. Mache ich in der nächsten Folge, die wahrscheinlich eine Stunde später kommt. Für die, die nicht so auf die Zeiten achten und komplett random einschalten und vielleicht, aber auch nur vielleicht alle Folgen gucken. Auch wenn das halbwegs Zeitverschwendung ist. Vielleicht mag man mich ja und schaut meine Videos. Wäre sehr lustig. Ja. Dann. Ja. Ich nehme das gerade alles hintereinander so auf, ne? Erste Folge habe ich, glaube ich, vor knapp 2 Stunden aufgenommen. 3 maximal. Weil in Real Life bauen wir gerade unser Haus auch. Da war ich Vormittag bis 1. Da haben wir gegrillt mit den Arbeitern. Richtig sympathisch. Früher ist man immer mit einem Kassenbier hingegangen, aber die meinten auch, den wäre es lieber, wenn wir mit einem Steak rüberkommen. Also es war nicht wirklich Steak, weil Steak hat Knochen und so und das ist, glaube ich, nicht so ja, leicht zu essen auf der Baustelle. So. Da sind wir mit hier, ach, was war das? Auf jeden Fall mit einem fetten Stück Rind hingegangen, so Rinderfleischstücke, so haben es da noch geschnitten, auf den Grill geworfen und zu Brötchen so gegessen, ne? Mega entspannt, hat gut geschmeckt,
Ich weiß immer noch nicht, wie der Grill funktioniert. Auch wenn ich meinem Dad die ganze Zeit zugeschaut habe. Kohle und so alles. Ich check nicht, woran er bemerkt, wann was durch ist. Er meinte nur irgendwas und aufschneiden und ob es rot ist, aber ich wäre so jemand, alle 12 Sekunden würde ich es aufschneiden. Ich habe übrigens eine Freundin. Warum ich das gerade sag? Weird Flex einfach nur. Was? Er zockt und hat eine Freundin? Wow. Aber die interessiert sich leider nicht so krass für Gaming. Das macht mich minimal traurig. Mit minimal meine ich sehr traurig. Ich muss sie noch dazu überreden, mit mir Minecraft zu spielen zumindest. Oder GTA. Ich glaube, GTA bockt mehr heutzutage, aber Minecraft ist halt eine Legende für mich. Und halt immer noch, schon seit Jahren, mein Lieblingsgame. Und ja, ich würde sagen, das lasse ich jetzt frei für das nächste Video, für die Treppe, die Wände, das hier oben mache ich alles in der nächsten Folge. Und ups. Guten Tag, Händler. Ah, draußen mal wieder ein Tre hier, was? Ein großes Flugzeug, lol. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! -i.